So schütze dich vor dem nächsten Kurseinbruch, der wird kommen. Und heute möchte ich ein ganz wichtiges Thema mit dir besprechen, weil das habe ich in den letzten Wochen und Monaten so oft gehört aus Gesprächen, auch Erstgesprächen, Leute, die sich bei uns gemeldet haben, die auf eigene Faust auch investiert haben, wie gut sie schlussendlich glauben, investiert zu haben. Ich habe zum Beispiel letztens jemanden gehabt, der hat ein super Lucky Shot gehabt, weiß ich, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Was hat er gemacht? Der hat ein bisschen, was eine kleine vierstellige Summe investiert in einen Meme-Coin und der ist dann massiv durch die Decke gegangen und hat extrem viel Geld damit gemacht und möchte das jetzt professionalisieren, also professionell in Meme-Coins investieren. Aber wenn du mir auf YouTube zuschaust, hier hinten siehst du es auch auf dem Bildschirm, der Crash, der kommt immer, der Kurseinbruch kommt immer und gerade Leute, die in der jetzigen Marktphase Bitcoin, neues All-Time-High markiert, wir stehen wieder kurz vor dem Ausbruch, je nachdem, wenn du das Video hier schaust, sind wir bereits über die 73.000, 74.000 hoch, nächstes All-Time-High angegangen und so weiter. Und gerade in dieser Marktphase, und das ist einer der größten Probleme oder respektive Fehler, den man machen kann, den habe ich früher auch gemacht, zu glauben, du seist der beste Investor. Ganz ehrlich, das wird dir noch massiv um die Ohren fliegen. Und ich sage dir auch gleich, warum. Viele der Investoren sind nämlich sogenannte Schönwetter-Investoren. Ja, die haben auf gut Glück vielleicht im Januar jetzt 24 oder Ende 23 Geld auf eine Börse überwiesen, einen Knopf gedrückt und sich ein bisschen Bitcoin gekauft. Und ja, das ist natürlich jetzt super gut gelaufen und alle sind happy. Schön, tiefgrünes, sattes, massives Plus, schönes, grünes Portfolio. Ja, ich bin der Beste, hast du gut gemacht. Viele glauben das auch, wie gesagt, die schönen Wetterinvestoren. Und oftmals, das höre ich dann auch aus den Gesprächen, sagen mir die Leute, ja, wann soll ich jetzt aber Gewinne mitnehmen? Oder, ja, das Ding wird jetzt noch viel weiter gehen und ich reinvestiere jetzt einfach weiterhin größere Summen und so weiter. Und das Problem ist aber auch, diese Leute haben zum Beispiel auch das Gefühl, vielleicht ist es bei dir ähnlich, sie glauben zum Beispiel auch, dass News den Preis treibt. Das ist auch so ein Mythos. Das ist ein vollkommener Quatsch. Der Kurs macht die News. Die News haben vielleicht kurzfristig als Trader einen Einfluss, aber als mittel-langfristige Investor sind die News völlig irrelevant. Oder auch wenn der Kurs so schön gestiegen ist, dann haben oftmals die Leute auch das Gefühl, ja, es gibt dann irgendwelche magischen Signale, wo die Influencer immer wieder sagen, ja, jetzt musst du dann das machen und diese Analyse und nach diesen Pattern und Chartanalyse und Dreieck und Viereck. Genau wenn das passiert, dann wirst du Gewinne mitnehmen. Und glaub mir, ich habe letztens, es fällt mir gerade ein, ich habe letztens auf LinkedIn, ich habe es auf Instagram auch, auf YouTube, überall habe ich es veröffentlicht, ich habe sogar ein YouTube-Video darüber gemacht, jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich darüber rede, dass zum Beispiel das Durchhodeln, das Durchhalten, gerade bei Bitcoin, der größte Fehler ist, den du machen kannst. Gerade Neueinsteiger, Leute, die jetzt im Plus sind, das erste Mal diesen massiven, sage ich jetzt mal, Bullrun spüren und mitmachen, die glauben einfach auch, dass man keine Gewinne mitnehmen muss. Oder eben, dass es magische Signale gibt, die ihnen dann irgendwann sagen, dass sie Gewinne mitnehmen sollen. Aber zum Thema Durchhodeln kann ich dir einfach sagen, egal, mit wem du sprichst, wenn jemand schon länger dabei ist, schon einen Zyklus durchgemacht hat, ich bin ja seit 2014 dabei, es ist jetzt mein dritter oder vierter Zyklus, ich weiß nicht mehr genau. Jeder, der solche Zyklen durchgemacht hat, macht den gleichen Fehler am Anfang und nimmt keine Gewinne mit. Und am Schluss, jeder, der das mal durchgemacht hat, jammert am Schluss und sagt, hätte ich doch nur Gewinne mitgenommen, um zum Beispiel auch mehr Bitcoin zu kaufen. Klar, du kannst kein Market Timing betreiben, ist mir vollkommen klar. Aber mit den richtigen Strategien kannst du tendenziell zu überkauften Märkten verkaufen und zu überverkauften Märkten, also zu tieferen Preisen, wieder nachkaufen. So tendenziell, denn das bei uns bei einem Kunden immer die Welle reiten, so wie ein Surfer, der wartet auch, bis die Welle kommt, reitet die und bevor es am Strand, bevor er aufschlägt, geht er auch raus oder so. Dieses Mindset. Aber gerade jetzt Leute, die neu drin sind und jetzt schönes, massives Ego-Problem haben, weil sie glauben, sie sind die besten Investoren, weil das Portfolio schön grün ist, das wird dir, wenn du auch so denkst, um die Ohren fliegen. Und ich kann dir zum Beispiel auch sagen, das Schwierigste, ja, das ist, Gewinne mitzunehmen, nicht zu kaufen. Gerade auch nicht, wenn die Kurse tief sind. Kaufen kann jeder. Wie gesagt, Geld überweisen, Knopf drücken, Sparplan mit zum Beispiel Relay oder weiß ich was. Das kann jeder aufsetzen. Auch das Durchhodeln, das kann jeder.
Aber Gewinne strategisch mitzunehmen, Gewinne mitzunehmen, ist emotional viel schwieriger, weil alle sagen und du eben auch das Ego-Problem hast und das Gefühl hast, du bist der beste Investor, weil du jetzt Glück gehabt hast und so weiter. Dass Gewinne mitnehmen viel schwieriger ist, weil alle schreien, du bist der Dümmste, wenn du Gewinne mitnimmst. Das ist Fiat-Denken sozusagen. Du gehst wieder zurück in Fiat-Geld, du verkaufst ein gutes, hartes Asset, wie zum Beispiel Bitcoin, und tauscht es in Schweizer Franken oder Euro um. Das ist dummes Denken, du bist dumm, wenn du das machst, und Bitcoin geht auf 10 Trilliarden, Millionen, weiß ich was, hoch. Und wenn du das machst, dann bist du einfach dumm. Und auf YouTube gibt es so viele Influencer, die dir das permanent einoktrinieren. Du musst durchhodeln, ja, keine Gewinne mitnehmen, weil dann kommt dann die Hyperinflation und dann ist dein Geld weg. Ich sage dir einfach, das ist einfach alles Quatsch. Die Hyperinflation kommt auch nicht über Nacht, das zeichnet sich ab. Wenn du einen Markt verstehst, dann nimmst du teilweise Gewinne mit und es geht nicht darum, alles zu kaufen oder alles zu verkaufen, sondern strategisch zu investieren, damit du langfristig profitabel investierst und eben nicht, wie ich anfänglich gesagt habe, einen Moonshot, Lucky Shot hast mit dem Meme-Coin und dann zu glauben, dass man das irgendwie professionalisieren kann. Weil wenn du jetzt auch in diesem Markt drin bist und schon schöne Gewinne erzielt hast, ich sage dir eines. Der Markt der Kryptowährung funktioniert komplett anders. Der ist erstens Community-getrieben. Das heißt, da spielen auch sehr, sehr viele Narrative mit rein. Was ist ein Narrativ? Wenn etwas hochkommt, alle reden darüber und das ist das neue, nächste Big Thing, sozusagen wie AI, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Das ist das neue harte Narrativ und da musst du hin, das wird die Welt verändern. Kurzfristig wird etwas massiv überschätzt. Langfristig unterschätzt, aber ist ein anderes Thema. Aber das sind so Narrative, die ausgespielt werden und wo dann auch Leute, die diesen Markt noch nicht kennen, da auch massiv auf die Schnauze fallen. Weil, wie gesagt, der Markt ist viel schneller als Aktien, funktioniert komplett anders, Community-getrieben, Narrativ-getrieben und das sind alles Dinge, die man einfach verstehen sollte, wenn du auch neu bist. Du musst diesen Markt unbedingt von dieser Perspektive aus verstehen. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, so schütze dich vor Kurseinbrüchen, das ist genau der Punkt. Erstens, leg dein Ego ab. Zu glauben, weil du jetzt im Plus bist, weil du einen einfachen Sparplan hast, der automatisiert läuft oder vielleicht mal ein bisschen Hardware-Wallet aufgesetzt hast und nicht mal richtig getestet und so weiter. Wenn du glaubst, das sei die Zauberformel, leg dein Ego ab, sonst wirst du massiv von den Kurseinbrüchen heimgesucht, kann man sozusagen sagen. Leg dein Ego ab. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wie du dich vor Kurseinbrüchen schützt, ist, dass du auch strategisch Gewinne mitnimmst. Gewinne nimmt man mit, wenn die Kurse steigen, und vergiss es, durchzuhodeln auf Teufel komm raus. Klar, steuertechnisch in Deutschland musst du das natürlich antizipieren mit der Jahreshaltefrist und so weiter, aber einfach nie Gewinne mitzunehmen. Da wirst du von den Kurseinbrüchen massiv eingeholt, 400-500% nach oben, 70-80% nach unten, und du wirst so viel auf der Straße liegen lassen, wenn du das nicht umsetzt. Das heißt, wenn du nur schon diese zwei Punkte beachtest, dann wirst du, ja, du wirst einfach geschützt sein, du wirst besser unterwegs sein, wenn Kurseinbrüche kommen, du wirst vorbereitet darauf sein, es braucht dafür ganz klare Strategien und du musst jetzt endlich mal in die Gänge kommen und das wirklich professionell umsetzen, wenn du investiert bist, vor allem auch wenn du mehr oder größeres Kapital bereits investiert hast oder investieren möchtest, dann musst du jetzt in die Gänge kommen. Weil es wird dann massiv schnell gehen, wirst du sehen, wo es genau darum geht, wo die Spreu vom Weizen trennt, ob du langfristig profitabel investiert bist oder eben nicht und diesen ganzen Crash mitnimmst. Weil jeder Markt korrigiert. Nichts geht einfach nur nach oben. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten massiv höhere Preise sehen werden, mit Zwischenkorrekturen und so weiter, die man natürlich auch ausnutzen kann. Aber es geht hier wirklich in diesem Video, ich muss das einfach mal loswerden, weil ich in so vielen Gesprächen so viel Bullshit wieder höre von Leuten, die neu dabei sind und mir erklären wollen, wie dieser Markt funktioniert. Und ich glaube mir, ich habe gefühlt jeden Fehler gemacht, den es gibt, den man quasi machen kann, bei den Kryptowährungen, weil ich, wie gesagt, schon seit 2014 in diesem Markt bin. Ich habe auch verdammt viel Geld liegen lassen und deshalb kann ich auch aus vollen Rohren hier schießen. Komm also in die Gänge und melde dich bei uns, wenn du das wirklich professionell angehen möchtest, von unserer, von meiner Erfahrung profitieren möchtest, damit du wirklich auch langfristig investieren kannst, profitabel investieren kannst und nicht auf Schwarz oder Rot irgendeinen Meme-Coin kaufen möchtest oder glaubst, nur weil du jetzt mal mehr oder weniger zum richtigen Zeitpunkt investiert hast, diesen Markt verstehst. Melde dich also unter marksteinerconsulting.ch. Jetzt ist die Zeit dafür und ich freue mich, mit dir bald ein erstes Gespräch zu führen.